Liebe Schwestern und Brüder, Kunigunde kam aus der Herzogsfamilie von Luxemburg und sie hat dort etwas mitbekommen, das im Mittelalter für Frauen zumal nicht selbstverständlich war, nämlich eine intensive menschliche, geistliche und geistige Bildung. Und die konnte sie gut gebrauchen, als man sie mit dem Bayernherzog Heinrich II. Verheiratete, weit weg von ihrer Heimat. Zunächst galt es, eine gute Mitregentin des deutschen Königs und späteren Kaisers zu werden. Ihre Sehnsucht war vermutlich die eines jeden jungen Paares, Kinder zu bekommen. Das aber blieb diesem Paar versagt. Die Quellen, die ihr Leben beschreiben, sagen uns, dass diese Enttäuschung aber ihre Liebe nicht zerstört hat. Es war nicht so, wie es manchmal dann üblich war, dass dann einfach die Frau verstoßen wurde oder eine andere Frau dann für den Nachwuchs zu sorgen hatte. Nein, beide wollten zusammenbleiben und beide waren von einer tiefen Liebe zu Christus und seiner Kirche erfüllt. Und sie kamen miteinander zu dem Entschluss, die Kirche und damit den Herrn selbst als ihren Erben einzusetzen. Wohl überlegt und mit großer Verantwortung setzten sie ihr persönliches Vermögen und Erbe dafür ein, dass der christliche Glaube gefördert und gestärkt wurde. So ging aus ihrem Entschluss 1007 die Gründung des bis heute ja wichtigen und alten Erzbistums Bamberg hervor. Viele Klöster als geistliche und kulturelle Zentren haben sie durch ihr Erbe ermöglicht und gegründet. Und so war natürlich ihr Wirken vor allen Dingen in Franken und in Mitteldeutschland fruchtbar, aber diese Zentren haben immer auch weit über die regionale Bedeutung hinaus gestrahlt. Durch ihre Stiftungen dienten sie dem Bemühen, sich nicht nur auf irdische Herrschaft zu verlassen, sondern sie wollten, dass Gott in den Herzen der Menschen und auch in irdischen Strukturen an die Regierung kommt, dass sein Reich inmitten dieser Welt wachse. Kunigunde und Heinrich ist es zu verdanken, dass der christliche Glaube, die über alles Irdische und Vergängliche hinausragende christliche Hoffnung, das Leben vieler über viele hunderte Jahre prägen konnte. Ihre Liebe zu Gott und zu Jesus Christus erfüllte sie mit einer großen Liebe auch zur Kirche. Sie wussten beide, dass es ohne die christliche Liebe keine gute Zukunft für den Menschen gibt und dass die Kirche es ist, die das Evangelium der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens durch die Jahrhunderte zu bezeugen hat. Gott hat uns durch Kunigunde und Heinrich ein heiliges Herrscherpaar geschenkt, das nicht dem Eigennutz frönte, sondern dass seine ganze Kraft, sein ganzes Vermögen dem Wachstum des Reiches Gottes geschenkt hat. Als Kunigunde dann nach dem Tod ihres Mannes Heinrich in das von ihr gestiftete Kloster Kaufungen eintrat und dort als ganz einfache Schwester ihr Leben beendete, zeigte sich einmal mehr, wie demütig auch sie im wahrsten Sinn des Wortes ihr Leben verstand. Als milde und liebe ausstrahlende Herrscherin ist sie in Erinnerung geblieben. Wer einmal in Bamberg ist, wird sicherlich nicht vergessen haben, sie auf der unteren Brücke gesehen zu haben. Dort steht eine große barocke Statue von ihr aus dem 18. Jahrhundert mit einem unvergesslich schönen Lächeln. Und diese Güte, die dieses Bildwerk ausstrahlt, zeugt von der hohen Wertschätzung, die die Menschen auch noch viele Jahrhunderte später ihrer Königin entgegengebracht haben.
danken wir Gott für das Leben dieser heiligen Herrscher und bitten wir, dass ihr Beispiel auch in unsere Zeit hinein strahle. Amen.